Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ein nächstes Video gekommen ist. Ich habe aber einige Pläne. Es werden Videos weiter folgen zu den Kampffischen natürlich, zum Thema Fütterung, zum Thema Vergesellschaftung nochmal speziell. Und ja, noch einiges weitere, was mir dann noch dazu einfällt. Ich überlege auch ein Video über Wildformen zu machen. Und wenn ihr sonst Ideen habt, was ihr gerne sehen möchtet, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Heute wollte ich die Gelegenheit erstmal nutzen, euch überhaupt erstmal vorzustellen, wer ich bin, was ich mache, was ich habe. Damit ihr auch wisst, ja, von wem ihr euch das hier alles anseht. Okay, ja, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, es hat sich ein bisschen was getan. In meinem letzten Video hatte ich euch ja gezeigt, wie ihr ein Kampffisch-Aquarium einrichten könnt. Diese Cubes, die ich dort stehen hatte, die habe ich mittlerweile verkauft, weil auf dieses wunderschöne Expedit-Regal kommt ein maßgeschneidertes Becken mit 7 Abteilen, wo ich dann meine Buben unterbringen kann, die ich nämlich jetzt derzeit hier zwischengeparkt habe. Ja, wie ihr hier sehen könnt, wir haben hier einmal einen roten CT, also einen roten Crowntail. Dann haben wir hier unten einen HarmPK in Fancy, also Hafenplakat. Hier oben noch ein Fancy Hafenplakat und hier unten ein Marble CT, also Marble Crowntail. Hier oben sind noch Raubschnecken, die ebenfalls in einem der Aquarien waren. Ja, und ich wollte euch dann ganz gerne erstmal meine Aquarien vorstellen, was ich denn überhaupt habe. Hier leben derzeit, also es sieht sehr spartanisch aus, es ist auch nur übergangsweise, da sind Rotbauchunken drin. Die werden zum Teil nächste Woche ausziehen, denn ich mache an einer Schule ein Projekt, beziehungsweise eine AG, wo die Kinder die Anschaffung von diesen Tieren planen und durchführen und die Terrarien sind jetzt fertig. Das heißt, 4 von diesen Fröschen werden in eine Schule umziehen. Und dann haben wir hier drüben mein auch relativ neu gebautes Regal. Unten links das große Aquarium, das sind 45 Liter, da sind derzeit 2 Weibchen drin und ein paar Garnelen, wobei die Garnelen mittlerweile stark dezimiert werden, was auch der Grund ist, warum dort, das kommt alles weg, da folgt ein richtiges Terrarium für die Unken, die werden dann umziehen, dahin. Da rein kommen dann meine Weibchen, also ich werde eine Weibchen-WG machen. Zu diesem Thema werde ich ebenfalls ein Video machen, denn das ist nicht so ganz einfach, da muss man auch einiges beachten. Deswegen tut mir bitte den Gefallen und kommt jetzt nicht auf die Idee, oh, Weibchen-WG, das ist möglich, cool, lass machen. Man muss sich bei allem immer vorher Gedanken machen und ich traue mir das zu, weil ich das jetzt schon seit 9 Jahren mache. Also mit den Kampffischen, Aquarien habe ich schon seit, keine Ahnung, 12 Jahren. Und das klappt nicht immer. Also ich merke auch jetzt, ich hatte vorher viel mehr Weibchen da drin. Das war wesentlich harmonischer. Jetzt mit den 2 Weibchen gibt es sehr, sehr oft Kloppe. Und deswegen, wenn ihr daran Interesse habt, wartet am besten ab, bis ich das Video gemacht habe. Oder informiert euch irgendwo anders noch. Nur bitte nicht im Zooladen, ja? Also Zooladen. Zum Thema Zooladen wird auch noch einiges folgen. Also ich habe wirklich 1000 Ideen, da kommt noch ganz viel. Weil ich wirklich in meiner Zeit, in der ich jetzt Aquarien habe, so viel erlebt habe und so viel Erfahrung gesammelt habe und ich mich wirklich jahrelang intensiv mit dem ganzen Zeug beschäftigt habe. Ich habe einiges zu sagen. So, dann geht's weiter. Obendrauf sind 3 10 Liter Denali Cubes. Da sind derzeit Notschüppchen drin, weil ich nehme halt auch verwaiste Kampffische auf, die keiner haben will. Oder die abgegeben werden aus Zeitmangel oder warum auch immer. Hier oben in der Ecke ist ein sehr großer Double Tail drin, der allerdings auch schon reserviert ist, der wird bald ausziehen. Hier ist ein Black Orchid CT drin, der allerdings auch schon reserviert ist und bald ausziehen wird. Und dann, hier steht so viel rum, weil ich halt am Umbauen bin, deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Hier ist ein HMPK-Koi drin. Der hat ein kleines Wehwehchen. Ich weiß noch nicht, ob ich den irgendwann vielleicht auch vermittle oder ob ich den behalte, weil der hat an dem
einen Kiemendeckel, also an der rechten Seite, hat er einen kleinen Tumor. Und der ist zwar jetzt in der letzten Zeit nicht größer geworden, ich hatte ihn auch schon behandelt deswegen. Aber ich weiß nicht, ob ich den ruhigen Gewissens vermitteln kann, weil ich denke nicht, dass der super alt wird. Hier unten seht ihr jetzt auch eins der Mädels, das ist ein Marble-CT-Weibchen. Und es ist noch ein Plakat-Welltail-Mischlingsweibchen drin, die ich auch aus einem Notfall übernommen habe. Von diesen 6 Fischen, die ich damals übernommen habe, leben jetzt noch ganze 2 Stück, weil die genetische Unfälle waren im Grunde. Das ist auch ein weiteres Thema, was ich ansprechen werde, nämlich die Zucht bzw. die Vermehrung. Weil es leider vorkommt, dass die Leute sich nicht gut informieren und dann einfach ihre Fische zusammensetzen und oder schon von Anfang an irgendwie 3 Weibchen und ein Männchen haben und die dann einfach zusammenlassen und dann entsteht Nachwuchs, der genetisch total belastet ist und denen es nicht gut geht. Und das ist so ein Ding, ich sehe es jeden Tag, ich bin in zig Gruppen auf Facebook unterwegs, ich bin in sämtlichen Foren unterwegs und es ist ein Leid. Es ist wirklich ein Leid und deswegen werde ich auch dieses Thema sehr bald ansprechen. Denn ich selber habe vor zu züchten und ich habe das die letzten 9 Jahre nicht gemacht, weil da einfach sehr viel zugehört und das ist nicht mal eben so. Also man muss wirklich sich dessen bewusst sein und auch genau wissen, was man da tut. Das vergessen viele und das ist sehr traurig, weil das endet dann so, dass ich dann diese Fische aufnehme, weil die Leute haben dann keine Lust mehr darauf, sehen, wie viel Arbeit es ist und dann haben die halt noch ein paar Fische übrig und sagen, ey, die möchte ich nur zusammen vermitteln. Ja, und wer kann 6 Fische auf einmal artgerecht unterbringen? Jemand mit einem Aquarium sicher nicht. Es sei denn, es ist ein großes 7-Kammern-Aquarium, dann geht das. Aber das haben halt auch nicht viele Leute, ne? Also ich meine, mein Becken ist maßgeschneidert und das... Ja. Wo war ich? Wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Dann daneben... das ist ein provisorisches Becken. Da sitzen derzeit 2 Importe drinne. Auch ein Thema, was ich ansprechen werde. Also ihr könnt das hier quasi als Preview sehen für die Videos, die dann noch in der Zukunft kommen. Das hier links ist ein Half Moon. Meines Erachtens würde ich das Multicolor nennen, aber ich denke, sollte ein Green Dragon sein. Und hier haben wir ein Feather Tail in Multicolor. Ja, also nichts Standardmäßiges eigentlich. Die sind aber auch beide zum Verkauf, mehr oder weniger. Ich habe halt für mich Tiere importieren lassen. Und diese beiden, also ich konnte nicht alle behalten, deswegen werden die beiden auf jeden Fall noch rausziehen müssen. Denn, da ich ja zuchten möchte, muss ich mich da auf eine Sache konzentrieren und da kann ich halt nicht jeden Fisch behalten. Das geht leider nicht. Ja, daneben ist dann mein großes Becken. Das ist ein 225 Liter... Ja, ich hätte jetzt fast Gesellschaftsbecken gesagt, aber eigentlich nicht, denn da leben nur Fadenfische drin. 3 Männchen und 2 Weibchen, was komischerweise ganz gut funktioniert. Ich hatte eigentlich noch zwei weitere Weibchen, aber die sind leider sehr alt gewesen und sind vor einiger Zeit gestorben. Und ansonsten sind da nur Schnecken drin. Also ich bin kein Fan von vollgepackten Gesellschaftsaquarien mit 75 verschiedenen Arten und ja... Das machen sehr viele Menschen. Das ist auch so ein Thema, was ich gerne ansprechen möchte, nämlich wie entscheide ich, welche Fische zusammenpassen und welche nicht und welche Anzahl ist angemessen für welche Aquariengröße. Ja, es passiert sehr, sehr, sehr oft, dass Leute in Foren schreiben oder in Gruppen schreiben, hier, ich habe ein Problem mit diesem Fisch. Und dann fragt man, sag mir ein bisschen mehr, ich brauche mehr Infos. Was lebt in dem Aquarium und wie sind die Wasserwerte und was hast du verändert und wie oft machst du Wasserwechsel? Und dann stellt man oft fest, dass es eine einzige Fischsuppe ist. Also nichts passt zusammen, gar nichts. Und dann wundern sich die Leute, dass sie krank werden. Also die Fische. Und ja, deswegen ist das auch eins der Themen, die kommen werden. Ja, und dann hier drüben,
ausnahmsweise mal, also es waren auch mal Aquarien, aber die sind mir leider, beziehungsweise das ist mir kaputt gegangen. Davon hatte ich auch gesprochen im ersten Video. Und da leben jetzt derzeit Achatschnecken drin. Die werden aber umziehen nach da oben. Da kommt dann auch noch ein Terrarium hin. Ja, Chaos, bitte nicht beachten. Und hier neben habe ich Mehlkäfer und Mehlwürmer. Das sind die Futtertiere für die Frösche und die Spinnen, die ich noch nicht erwähnt habe. Da muss ich nochmal hier rübergehen. Diese Spinnen, also ich habe selber auch früher Vogelspinnen gehalten. Diese sind aber jetzt nicht für mich, sondern die sind ebenfalls für dieses Schulprojekt und die werden nächste Woche ausziehen. Das sind die beiden. Und wen jetzt das interessiert, was das ist, diese hier ist ein Baumbewohner. Die heißt Avicularia avicularia. Und ja, die kleine Spinne hat 30 Euro gekostet. Was man nicht denken sollte. Aber ist so. Und hier, das ist ein Bodenbewohner. Ups! Da habe ich sie fast begraben. Entschuldigung. Alles okay. Die heißt Acanthoscuria geniculata. Und die Kinder haben halt für die Frösche und für die Spinnen schon Terrarien eingerichtet. Und die habe ich dann für sie besorgt. Deswegen war ich auch auf der Terraristika. Ja, und die werden dann demnächst ausziehen. Ja, dann habe ich jetzt erstmal hier mein kleines Fischzimmer. Eigentlich ist es, also es ist halt mein Zimmer. Ich wohne in einer WG. Deswegen habe ich halt nur ein Zimmer zur Verfügung. Das hat nicht immer so ausgesehen. Ich habe tatsächlich, auch als ich in die WG gezogen bin, überhaupt keine Aquarien gehabt. Die habe ich alle vorher verkauft gehabt. Ich habe, wie gesagt, seit 12 Jahren eigentlich Aquarien. Hatte aber zwischendrin eine 2,5-jährige Pause, wo ich halt hier in die WG gezogen bin. Ich war halt dann auch noch ein Semester im Ausland. Und da hat das halt alles nicht geklappt. Ich hätte halt nicht die Pflege der Aquarien auch noch auf meine Mitbewohner abwälzen können, weil ich habe nämlich auch schon zu dem Zeitpunkt 2 Katzen gehabt. Mittlerweile 3. Und das habe ich halt auch schon abwälzen müssen. Und ja, das war halt erstmal nicht möglich. Ich bin dann innerhalb der WG in dieses große Zimmer gezogen. Ich hatte vorher ein kleineres. Und dann habe ich mir gedacht so, yay, ich habe Platz. Jetzt kann ich wieder, naja, alles vollballern. Mit Aquarien, Terrarien und was weiß ich. Ja, und wie kommt das? Zum einen bin ich sowieso sehr tierbegeistert, weil ich Biologie studiere. Also eher andersrum, ich studiere Biologie, weil ich tierbegeistert bin. Und ich wollte halt schon immer Haustiere haben. Hat angefangen, als ich 8 war oder 9. Da habe ich Kaninchen bekommen. Und erst 1 und dann habe ich festgestellt, 1 ist blöd und 1 soll man nicht machen und habe mich dann selber eingelesen und belesen, weil meine Eltern haben das teilweise nicht so ganz hingekriegt. Ja, und dann waren es 2 und ich hatte dann insgesamt 4 Kaninchen über 10 Jahre. Habe mir dann mit 15 oder 16 mein erstes Aquarium gekauft, ohne die Einverständniserklärung meiner Eltern. Ich bin einfach in den Laden gegangen, habe es gekauft. Und ja, das hat aber dann doch sehr angesteckt und irgendwann waren es dann 2 Aquarien, dann waren es 3 Aquarien. Dann bin ich ausgezogen, habe meine Aquarien bis auf ein großes alle mitgenommen. Das große habe ich bei meinen Eltern gelassen, das steht auch immer noch da, die wollen es auch nicht abgeben. Das heißt, ich habe meine Eltern quasi auch zu Aquarianern gemacht, gezwungenermaßen. Und ja, dann hatte ich verschiedene Becken, ich habe alles mögliche schon gehabt an Fischen. Bin aber irgendwann auf die Kampffische gekommen, halt so ungefähr nach 3 Jahren. Und da bin ich hängen geblieben. Und ich hatte seitdem eigentlich immer einen Kampffisch, also mindestens einen. Und einige gerettet, einige gekauft. Mittlerweile mehr Züchterfische als alles andere, weil ich eben das Ganze ein bisschen professioneller angehen will. Und ja, so sieht es derzeit aus. Ja, das war's dann auch erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne Kommentare. Ich gebe mir Mühe, die alle zu beantworten. Es sind bislang auch nicht so viele, deswegen geht es noch. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Das ist für mich immer ein sehr gutes Zeichen. Also das
Beim ersten Video die Resonanz war eher positiv und das hat mich sehr überrascht und das fand ich sehr schön. Und deswegen hoffe ich, dass ihr hier jetzt auch ein bisschen mitnehmen könnt. Und auch wenn das jetzt nicht so super informativ war, weil es halt überwiegend nur Ankündigung war, das und das und das werde ich machen. Ich werde es aber versuchen, zeitnah umzusetzen. Ich bin halt auch dabei, gerade ein bisschen Equipment zu besorgen, damit halt die Videos auch ein bisschen professioneller werden. Ja, bis dahin. Wir sehen uns. Das ist Katzi. Katzi Nummer 3 eigentlich. Die ist nämlich die letzte, die dazu gekommen ist. Sie heißt Kelly. Kelly kommt aus der Ukraine. Und sie war eine Straßenkatze. Sie war sehr, sehr dünn, als ich sie bekommen habe. Und jetzt ist sie super verfressen, aber auch total süß und lieb. Und sie quatscht nämlich immer mit mir. Ne, Kelly? Vorführeffekt, ne? Ja, ja. War klar. Es ist viel zu warm, ich weiß. Das ist Katzi Nummer 2 im wahrsten Sinne des Wortes. Er war der zweite, den ich bekommen habe. Und der zweite, den wir hier sehen, das ist Yankee. Yankee ist ein, ja, ein britisch kurzer Selkirk, also mit Locken. Und da ist auch ein Siam mit drin, deswegen hat er nämlich die wunderschönen blauen Augen. Und er ist ein total lieber Traumkater, total süß und ganz lieb. Hat keinen bösen Knochen in sich. Und auch ihm ist extrem warm, weswegen wir ihm das Fell kürzer geschnitten haben, weil der hat nämlich extrem gelitten durch die ganze Hitze. Und Fenster ist auch immer schön auf und vernetzt, ganz wichtig, ne? Wir wollen ja nicht, dass hier einer rausfällt. Ja. Putz dich. Und ich gehe jetzt mal die dritte suchen, weil ich habe keine Ahnung, wie die ist. So, nachdem ich fast die ganze Wohnung abgesucht habe, weil ich dachte, eine der Katzen wäre verschwunden, haben wir da auch die Kim. Kim ist schüchtern. Mit anderen Worten, Kim ist eine Angstkatze. Aber sie ist ganz süß. Und das meine ich mit Quatschliese. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Kelly? Ja. Na. Ma. Ma. Okay, das war's. Bye.